Es war ein erbitterter Kampf um die Vormachtstellung im asiatischen Raum. Im Pazifikkrieg forderte Japan die USA heraus. Der Zweite Weltkrieg umfasste nun den gesamten Globus. Auf dem größten aller Ozeane traten die beiden Marinenationen gegeneinander an und lieferten sich Seeschlachten in vorher nicht gekannter Größe. Über viele tausend Kilometer mussten die USA ihre Truppen und deren Nachschub transportieren, um den von Japan besetzten pazifischen Raum zurückzuerobern. Es war ein Kampf um jede Insel. Und auch wenn das Flugzeug in der Seekriegsführung nun die wichtigste Rolle spielte, so waren es doch die Soldaten am Boden, die in blutigen Kämpfen um den Sieg rangen. An den Stränden und im Dschungel. Am 7. Dezember 1941 unterbricht der amerikanische Rundfunk sein Programm für eine Sondermeldung. Japan hatte völlig überraschend den amerikanischen Militärstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii angegriffen. Der Zweite Weltkrieg ist in eine neue Phase eingetreten. Japan gehört Hitlers Drei-Mächte-Pakt an und steht unter harten Wirtschaftssanktionen. Für das Kaiserreich war es nur eine Frage der Zeit, bis es mit den USA im Krieg stehen würde. Als Dolch an der Kehle betrachten die Militärs in Tokio die amerikanische Präsenz im Stillen Ozean. 1940 verlegten die USA ihre Pazifikflotte nach Pearl Harbor, Hawaii. Und genau hier will Admiral Yamamoto Isoroku sie vernichten. Am Sonntag, den 7. Dezember 1941, erreicht der japanische Kampfverband den Ausgangspunkt für seinen Angriff. Um 6 Uhr morgens drehen die 6 japanischen Träger in den Wind und starten ihre Flugzeuge. Sturzkampfbomber, Torpedoflugzeuge und Jäger. Kurz nach Sonnenaufgang stürzen sich die Angreifer auf die gerade erwachende Marinebasis. Es ist 7.48 Uhr morgens. Kurz darauf die erste Meldung an die japanische Führung. Tora, Tora, Tora. Der Code für die erfolgreiche Überraschung des Gegners. Alle 8 Schlachtschiffe der US-Pazifikflotte liegen in einer Doppelreihe an ihren Ankerplätzen bei Ford Island. Ein ideales Ziel. 2 Angriffswellen, insgesamt etwa 350 Flugzeuge, sind an dem japanischen Luftschlag beteiligt. Fünf US-Schlachtschiffe liegen nach dem Angriff auf dem Grund des Hafens. 3 weitere Schlachtschiffe, ein Kreuzer und mehrere Zerstörer, sind schwer beschädigt. Auf den beiden Militärflughäfen Hickam Field und Wheeler zerstören die Japaner 188 amerikanische Flugzeuge. Sie selbst verlieren nur 29 Maschinen bei dem Überraschungsangriff. Als sich der Qualm über dem Stützpunkt auf Hawaii verzogen hatte, ist der Kern der amerikanischen Pazifikflotte vernichtet. Mehr als 2400 US-Soldaten sind tot. Amerika ist nun im Krieg. Für Japan sollte der Angriff ein Befreiungsschlag sein. Die Abhängigkeit vom Öl und anderer Rohstoffe zwangen das Kaiserreich bei seiner Ausbreitung zu immer neuen Eroberungen. Die USA unter Roosevelt versuchten dies durch wirtschaftliche Sanktionen und zuletzt durch ein Ölembargo zu verhindern. Der Angriff ist auf den ersten Blick ein großer Erfolg, so scheint es. Allerdings befand sich nicht ein einziger amerikanischer Flugzeugträger in der Flottenbasis. Die US-Träger Enterprise und Lexington hatten den Auftrag, Flugzeuge zu den amerikanischen Stützpunkten auf Midway und Wake zu bringen und entgingen so dem Angriff. Im Jahr 1941 war der Flugzeugträger eine relativ neue Waffe. Bis dahin galt das Schlachtschiff als Herrscher über die Ozeane. Doch das Machtsymbol auf See erwies sich gegenüber vergleichsweise billigen Flugzeugen als nahezu schutzlos.
Der Angriff auf Pearl Harbor veränderte die amerikanische Schlachtschiffflotte zu einer Flotte aus Flugzeugträgern. Eine taktische und strategische Revolution mit weitreichenden Folgen für die Zukunft. Einen Tag der Schande nennt US-Präsident Roosevelt den Angriff. Am 8. Dezember 1941 erklären die USA Japan den Krieg. Ohne Not verkündet Adolf Hitler wenig später, dass sich nun auch Deutschland im Krieg mit Amerika befinde. Der Zweite Weltkrieg ist zu einem globalen Flächenbrand geworden. Fast 10 Jahre war Japan bereits auf Eroberungsfeldzug. In der Mandschurei, in China, im pazifischen Raum. Japan will seine imperiale Bedeutung ausbauen. Und dafür benötigt das Land ungehinderten Zugriff auf Rohstoffe. Der Schlag gegen die US-Flotte soll Japan mehr Zeit verschaffen, um mit weiteren Eroberungen seine Vormachtstellung zu sichern. Zeitgleich zum Angriff auf Pearl Harbor vergrößern die Japaner ihren Machtbereich. Die Soldaten des Tenno vertreiben die Amerikaner von der Insel Wake im mittleren Pazifik und entreißen den Holländern Niederländisch-Indien. Das Land der aufgehenden Sonne führt einen erbarmungslosen Eroberungskrieg und es scheint, dass niemand seinen Vormarsch aufhalten kann. Im Frühjahr 1942 erreicht das japanische Machtgebiet seine größte Ausdehnung. Das Kaiserreich ist im Begriff, unangefochten den gesamten fernen Osten zu beherrschen und die europäischen Kolonialherren zu vertreiben. Thailand, Hongkong und die britische Festung Singapur fallen in nur wenigen Wochen an Japan. Es folgen Nordborneo, Indonesien und die Philippinen. Kaiser Hirohitos Truppen wüten in den Monaten nach Pearl Harbor im Pazifik wie ein Wirbelsturm. I shall return, ich kehre zurück, verspricht US-General Douglas MacArthur am 12. März 1942, als er von den Philippinen fliehen muss. Im Mai kapitulieren seine zurückgebliebenen Soldaten. Tausende von ihnen sterben auf dem Weg in die Gefangenschaft. Die USA sind in die Defensive gedrängt. Präsident Roosevelt muss Stärke zeigen. Mit einem unkonventionellen Plan demonstrieren die Amerikaner ihre Entschlossenheit. Sie zielen auf das Herz des Feindes, Tokio, die Stadt des Kaisers. Der Sohn des Himmels soll ihre Rache am eigenen Leib spüren. Am 2. April 1942 nimmt der US-Flugzeugträger Hornet Kurs auf Japan. An Bord festgezurrt 16 Bomber vom Typ B-25. Die Flugzeuge der US Army sind eigentlich nicht für Starts von Trägern ausgelegt. Eine Rückkehr und Landung auf Deck sind ausgeschlossen. Nach der Bombardierung sollen sie nach China weiterfliegen. Der Angriff wird von Oberstleutnant James H. Doolittle ausgearbeitet und angeführt. Unter seinem Namen geht er auch in die Geschichtsbücher ein, Doolittle Raid. Unterwegs trifft die Hornet auf den Flugzeugträger Enterprise. Sie führt die Task Force 16 an, die Eskorte für Doolittle und seine Flieger. An Bord der Hornet warten die Besatzungen auf den Einsatz. Als Gruß an den Gegner binden sie alte japanische Freundschaftsmedaillen an ihre Bomben. Nach Pearl Harbor gibt es keine Freundschaft mehr. Am Morgen des 18. April, dem geplanten Angriffstag, stößt die Flotte dann auf japanische Vorpostenschiffe. Die Amerikaner versenken ein paar dieser kleinen Einheiten. Sie können aber nicht verhindern, dass diese noch Funksprüche absetzen. Der US-Verband ist entdeckt. Doolittle und Mark Mitcher, der Kapitän der Hornet, entscheiden sich zum sofortigen Start der Bomber. 10 Stunden früher als geplant hebt die erste B-25 vom Deck ab. Am Steuer James Doolittle. Die Bomber nehmen Kurs auf Tokio. Alle Besatzungsmitglieder sind Freiwillige und sie wissen, was der verfrühte Start bedeutet. Bis zu den sicheren Landeplätzen im nicht japanisch besetzten Teil von China wird der Treibstoff nicht reichen. Der Coup gelingt. Auf Tokio fallen US-Bomben.
Amerika, so die Botschaft, kann zurückschlagen. Die meisten Bomberbesatzungen erreichen nach dem Angriff nicht japanisch kontrolliertes Gebiet und kehren in die USA zurück. Zwei Männer ertrinken bei einer Notwasserung, 8 US-Soldaten kommen in japanische Gefangenschaft. 3 von ihnen werden hingerichtet. Die japanische Führung ist schockiert. Die US-Pazifikflotte scheint gefährlicher denn je. Frühjahr 1942. Durch die amerikanische Funkaufklärung alarmiert, schickt der US-Oberbefehlshaber im Pazifik, Chester Nimitz, einen Trägerverband in Richtung Korallenmeer. Admiral Yamamoto will die Amerikaner im Zentralpazifik zur Schlacht fordern. Um ihr Eroberungsgebiet abzusichern, planen die Japaner die Errichtung von Stützpunkten auf Neuguinea und den Salomonen. Doch hier lauern die Amerikaner ihnen nun auf. Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Seeschlacht auf große Distanz allein durch Flugzeuge ausgetragen. Die beiden Flotten kommen nie in Sichtweite zueinander. Der Krieg der Flugzeugträger beginnt. Fast gleichzeitig starten die Gegner ihre Geschwader. Über dem Korallenmeer treffen sie aufeinander. Die Schlacht dauert 2 Tage. Die Amerikaner versenken den japanischen Träger Shoho und beschädigen den neuen japanischen Flugzeugträger Shokaku schwer. Ein dritter japanischer Träger, die Suikako, verliert bei der Schlacht fast alle Flugzeuge. Auch die Amerikaner stecken schwere Schläge ein. Der Träger Lexington sinkt, die Yorktown wird stark beschädigt, aber der japanische Vormarsch ist gestoppt. Mit ihrem Angriff auf Pearl Harbor haben die Japaner einen Riesen geweckt und bis aufs Blut geheizt. Innerhalb von wenigen Monaten stellt sich die US-Industrie auf die Produktion von Rüstungsgütern um. Es ist vor allem eine neue Generation von Flugzeugträgern, die den USA die Macht im Pazifik zurückgeben soll. Die Schiffe sind schnell, haben eine hohe Reichweite und können bis zu 100 Flugzeuge an Bord nehmen. Durch den Panama-Kanal verlegen die Amerikaner Einheit um Einheit in den Pazifik. Und durch den Einbruch in das japanische Verschlüsselungssystem haben sie einen entscheidenden Vorteil. Die US-Code-Knacker können inzwischen einen großen Teil des japanischen Funkverkehrs mitlesen und so einen weiteren Überraschungsangriff verhindern. Schauplatz des erneuten Zusammentreffens ist ein winziger Punkt mitten im Pazifik. Die US-Marinebasis Midway. Mit einem Ablenkungsangriff auf die Aleuten und der Besetzung der Midway-Inseln will Japan die amerikanische Flotte zum Kampf provozieren. Admiral Yamamoto Isoroku will hier vollenden, was in Pearl Harbor nicht gelang: die endgültige Vernichtung der US-Pazifikflotte. Am 4. Juni 1942 starten die Japaner ihren Angriff auf Midway. Die Funkabwehr des Gegners macht Yamamotos Plan zunichte. Die Amerikaner sind vorbereitet. Die 3 US-Träger Hornet, Enterprise und die nach der Schlacht im Korallenmeer notdürftig reparierte Yorktown warten im Hinterhalt, 300 Meilen nordöstlich des Midway-Atolls. Ein US-Flugzeug entdeckt schließlich den Anmarsch der Japaner. Kommandeur Yamamoto und Admiral Nagumo, der Befehlshaber der japanischen Träger, ahnen nichts von der gefährlichen Nähe des Gegners. Ein japanischer Aufklärer sichtet ebenfalls feindliche Schiffe. Seine Meldung wird aber zu spät, um den Hinweis auf die Anwesenheit von Flugzeugträgern ergänzt. Als die Bedrohung offensichtlich wird, herrscht Chaos an Bord der japanischen Träger.
Die Flugzeuge von Nagumo müssen erst von Land- auf Seeziele umgerüstet werden. Und Yamamotos Schlachtschiffe sind zu weit entfernt, um eingreifen zu können. Doch auch der amerikanische Angriff erfolgt zuerst unkoordiniert. Fast alle US-Torpedoflieger finden dabei den Tod. Doch Sturzkampfbomber vernichten dann in nur wenigen Stunden 3 der 4 japanischen Träger. Die Soryu, die Kaga und das japanische Flaggschiff Akagi. Am Nachmittag dieses 4. Juni 1942 versenken die Amerikaner dann auch noch die Heryu, den letzten Träger der japanischen Angriffsflotte. Admiral Yamamoto muss seinen Plan aufgeben und sich zurückziehen. Die Amerikaner sind nun zur Offensive übergegangen. Ihr Vormarsch soll zunächst in Richtung Neuguinea erfolgen. Als US-Aufklärer aber entdecken, dass die Japaner auf der Salomoneninsel Guadalcanal einen Flugplatz bauen, wird dieser als erstes Ziel ausgewählt. Von hier aus bedrohen japanische Flugzeuge die amerikanischen Nachschubwege. Luftüberlegenheit spielt im Pazifikkrieg eine entscheidende Rolle. Der Flugplatz auf Guadalcanal ist dabei eine starke Schachfigur. Das US-Oberkommando befiehlt deshalb den Angriff auf die Insel und die Eroberung des japanischen Flugfelds. Unter dem Codenamen Watchtower schicken die USA 19.000 Marineinfanteristen zu den Salomonen. Sie sollen die Japaner von Guadalcanal und dem etwas nördlicher gelegenen Tulagi vertreiben. Doch für die vorgegebenen Ziele ist es eine eher kleine Expeditionsarmee. Die USA befinden sich in einem Zwei-Ozeane-Krieg. Germany first, Deutschland zuerst, das ist die Direktive in der globalen Strategie der Alliierten. Erst wenn Nazi-Deutschland besiegt ist, können alle Ressourcen gegen Japan eingesetzt werden. Die Truppe weiß kaum etwas über die Inseln. Es gibt nicht einmal präzise Karten. Und für die meist sehr jungen 19.000 US-Marines ist es der erste Kriegseinsatz. Weiter draußen auf See schirmt Admiral Frank Fletcher mit einer Flotte aus 3 Flugzeugträgern und dem Schlachtschiff North Carolina die Landung ab. Die Operation startet am frühen Morgen des 7. August 1942 mit dem Beschuss der Küste von Guadalcanal. Die Amerikaner wissen nicht, was sie am Strand erwartet. Ob und wie der Landungsabschnitt verteidigt wird, wie viele Japaner sie am Rand des Dschungels erwarten und ob sie in den nächsten Stunden leben oder sterben werden. Und sie ahnen nicht, dass der Kampf um die Insel Guadalcanal sich zu einer der blutigsten Schlachten im Pazifikkrieg entwickeln wird. Um 9 Uhr setzen die ersten Marines ihren Fuß auf Red Beach. So haben die US-Strategen den Landungsabschnitt benannt. Am Strand treffen sie auf nur wenig Widerstand. Die japanischen Verteidiger haben sich in den Dschungel zurückgezogen. Dort erleiden sie durch die nachrückenden Amerikaner hohe Verluste. Bereits am nächsten Tag kontrollieren die US-Marines den Flugplatz. Sie taufen ihn Henderson Field, zu Ehren des bei Midway gefallenen Major Lofton Henderson. Dann machen sie sich an die Verfolgung der japanischen Truppen. In der Nacht und den Folgetagen kommt es immer wieder zu schweren Seegefechten. Die Japaner versenken mehrere amerikanische Kreuzer. Die Schlacht vor Savo Island gilt als schwerste Niederlage der US Navy im Zweiten Weltkrieg. Im Hinterland und im Dschungel von Guadalcanal kämpfen die Soldaten Mann gegen Mann. November 1942. Die Marines erringen auf Guadalcanal endlich die Oberhand. Auf der anderen Seite der Weltkugel beginnt im russischen Stalingrad die Vernichtung der deutschen 6. Armee. Die Briten werfen Rommel aus Ägypten. Und während die USA auf Guadalcanal die letzten Japaner vertreiben, landen die Alliierten an der Küste von Nordafrika.
Amerikaner, Briten und Franzosen erringen gemeinsam die Kontrolle über Marokko, Tunesien und Algerien. In Europa verliert Adolf Hitler die Initiative. Im Pazifik gehen die Amerikaner endgültig zur Offensive gegen das Kaiserreich Japan über. Der November 1942 markiert den Beginn einer Wende im Zweiten Weltkrieg. Mit Guadalcanal haben die USA eine wichtige Basis erobert. Ihre Luftwaffe kontrolliert nun die Salomonen. Doch der Sieg kostet einen hohen Blutzoll. Knapp 7000 Männer verlieren die Amerikaner beim Kampf um die Insel. Die Japaner beklagen mehr als das Doppelte an Verlusten. Und ohne es zu wissen, verliert das japanische Oberkommando durch den Flugplatz auf der Insel seinen wohl wichtigsten Strategen im Kampf um die Vorherrschaft im Pazifik. Die amerikanischen Codeknacker entschlüsseln einen Funkspruch, in dem eine Inspektionsreise von Admiral Yamamoto angekündigt wird. Die US-Befehlshaber entschließen sich, sein Flugzeug abzufangen. Yamamoto Isoroku, der Planer des Angriffs auf Pearl Harbor, soll zur Rechenschaft gezogen werden. Der Auftrag ergeht an eine auf Guadalcanal stationierte Fliegerstaffel mit ihren Lockheed P-38 Lightnings. Die Flugzeuge mit den markanten doppelten Leitwerksträgern werden als Aufklärer und als Höhenjäger eingesetzt. Operation Vengeance – Rache. Unter diesem Code startet am 18. April 1943 eine Gruppe Abfangjäger. Die Piloten kennen Yamamotos Ziel, seine Flugroute und die genaue Flugzeit. Sie wissen um seinen Begleitschutz. Bessere Voraussetzungen für ein Abfangmanöver kann es nicht geben. Nach 650 Kilometern Flug treffen die amerikanischen Jäger auf die Maschine des Admirals. Yamamoto Isoroku stirbt im Kugelhagel. Sein Flugzeug stürzt in den Dschungel der Salomoneninsel Bougainville. Mit der gezielten Tötung haben die USA eine der wichtigsten Figuren Japans aus dem Spiel genommen. Kurz nach dem Tod des gegnerischen Chefstrategen wenden sich die Amerikaner den Aleuten zu. Die unbewohnte und strategisch unbedeutende Inselgruppe wurde von den Japanern vor dem Angriff auf Midway zur Ablenkung besetzt. Seitdem harren auf amerikanischem Territorium 2500 Japaner aus. Eine für die USA nicht hinzunehmende Situation. 150.000 Soldaten schicken sie zu den zwischen Alaska und Kamtschatka gelegenen Inseln Attu und Kiska, um sie von den Besatzern zu befreien. Bei den Kämpfen fallen mehr Amerikaner durch die Witterungsbedingungen aus als durch Feindeinwirkung. Für den Einsatz auf den Aleuten sind die Soldaten schlecht vorbereitet und ungenügend ausgerüstet. Die Japaner verteidigen die Inseln verbissen. Nach einem letzten Verzweiflungsangriff gegen die amerikanische Übermacht begehen etwa 500 von ihnen einen Massenselbstmord nach dem Samurai-Kodex des Bushido. Die japanischen Soldaten drücken Handgranaten gegen ihre Bäuche und ziehen den Sicherungsstift. Sie gehen lieber in den Tod, als zu kapitulieren. Ein Verhalten, dem die US-Truppen im ganzen weiteren Kriegsverlauf immer wieder begegnen werden und das die Verluste auf beiden Seiten immens erhöht. Die Kämpfe um die Inseln Attu und Kiska ziehen sich bis in den August 1943 hin. Die amerikanischen Oberbefehlshaber hatten sich da bereits neuen Zielen zugewandt. Die Schlacht um die Aleuten wird deshalb auch die vergessene Schlacht genannt. Nach der Sicherung der Salomoneninseln beginnen die USA mit dem Vormarsch auf das japanische Mutterland. Ein Flugzeugträger nach dem anderen verlässt die Werften. Allein im Jahr 1943 stellt die US Navy ein halbes Dutzend Träger der neuen Essex-Klasse in Dienst.
Etwa 270 Meter lang, mit einer Verdrängung von 27.000 Tonnen und einer Besatzung von über 2.600 Mann. Ein schwimmender Flughafen mit Platz für 80 bis 100 Maschinen. Die Einheiten gelangen durch den Panama-Kanal in den Pazifik und werden dort zu Flugzeugträgergruppen formiert. Im November 1943 startet Operation Galvanic. Ziel ist die Eroberung der Gilbert-Inseln. Eine strategisch wichtig gelegene Kette von Atollen auf der Trennungslinie zwischen Nord- und Südpazifik. Die USA haben eine wahre Armada in Bewegung gesetzt. 17 Flugzeugträger und 10 Schlachtschiffe ziehen sie vor den Gilberts zusammen. Dazu zahlreiche Kreuzer, Zerstörer und Truppentransporter. Tankschiffe und Frachter versorgen den riesigen Kampfverband. Mit Galvanic beginnt ein Inselspringen der amerikanischen Streitkräfte, das bereits im War Plan Orange beschrieben wird. Einem Jahr 1919 entwickeltes Strategiepapier für den Kriegsfall mit Japan. Erstes Ziel der Operation, die Landung auf Tarawa. Ein kleines Atoll mit einem Flugfeld auf der westlich gelegenen Insel Betio. Der japanischen Führung ist die strategische Bedeutung des winzigen Atolls bewusst. Die Insel Betio mit ihrem Flugfeld wird zur Festung ausgebaut. Die Verteidiger geloben dem Tenno, bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Im Morgengrauen des 20. November 1943 geht die US-Invasionsflotte vor der Insel in Position. Um 5 Uhr beginnt der Beschuss von Tarawa. Es entwickelt sich ein Feuergefecht zwischen der amerikanischen Schiffsartillerie und den japanischen Küstengeschützen. Schließlich nimmt die erste Angriffswelle mit 5000 Marineinfanteristen Kurs auf den Strand. Um ihre eigenen Truppen nicht zu gefährden, stellt die Navy den Beschuss ein. Sturzkampfbomber und Jagdflugzeuge sollen nun als fliegende Artillerie dienen und Punktziele auf der Insel ausschalten. Doch Qualm und Rauch behindern die Sicht. Viele der gut getarnten japanischen MG-Nester und Geschützstellungen bleiben unentdeckt. Die Landungsboote bewegen sich auf einen immer noch stark verteidigten Strand zu. Dazu kommt, dass die US-Truppen ihrem Zeitplan hoffnungslos hinterherlaufen. Die Ebbe setzt bereits ein und viele Boote bleiben bei ablaufendem Wasser auf dem Korallenriff hängen. Ohne Unterstützung durch Artillerie müssen die Soldaten der ersten Angriffswelle den Strand erreichen. Sie werden leichte Ziele für die japanischen Verteidiger. An einigen Landungsabschnitten entsteht eine chaotische und damit lebensgefährliche Lage. Unter starkem Abwehrfeuer stürmen die Marines den Strand und versuchen, den einigermaßen schützenden Rand des Dschungels zu erreichen. Allein am ersten Tag zählen die Amerikaner 500 Tote. Nach 4 Tagen schwerster Kämpfe ist das Atoll eingenommen. Von den 4.500 japanischen Verteidigern ergeben sich nur wenige. Der Rest stirbt auf der Insel. Auch mehr als 1.000 Marines haben an den Stränden von Tarawa ihr Leben gelassen. Schon am ersten Tag nach dem Sieg bauen die Amerikaner den Flugplatz für ihre Bedürfnisse aus und nehmen ihn in Betrieb. Sie nennen ihn Hawkins Field, nach First Lieutenant William Dean Hawkins, der beim Sturm auf Tarawa neben so vielen Kameraden gefallen ist.
Die Nachricht von der Eroberung der Gilbert-Inseln erreicht die Heimat. Der Schauspieler Lewis Hayward hat die Landung auf Tarawa auf Film festgehalten. Er war Soldat bei den US Marines und hatte den Auftrag, die Landung zu dokumentieren. Sein Film zeigt das ganze Ausmaß an Grauen und die Brutalität der Schlacht um die Insel. Die Befehlshaber wollen den Film erst zurückhalten. Nachdem Präsident Roosevelt ihn aber gesehen hatte, entscheidet er, dass er veröffentlicht werden soll. Die amerikanische Bevölkerung ist erschrocken und schockiert. Doch der Film löst eine Welle von Unterstützung und Rückhalt für die rund um den Globus kämpfenden US-Soldaten aus. Hunderttausende melden sich freiwillig zu den Kriegsschauplätzen in Europa und im Pazifik. Unter ihnen viele Frauen. Als Krankenschwestern und Lazarettpersonal ziehen sie in den Krieg. Die US Army und die Navy unterhalten eigene Einheiten für die Krankenschwestern. Diese versorgen und pflegen den nicht enden wollenden Strom an Verwundeten und Kranken. Und auch wenn sie außerhalb der eigentlichen Kampfzonen eingesetzt werden, arbeiten sie in ständiger Gefahr. Auch Krankenhäuser und Lazarettschiffe sind Ziele für den Feind. Oktober 1944. Die USA rücken nun im gesamten pazifischen Raum vor. Im Westen nimmt General MacArthur die Philippineninsel Leyte ins Visier. Die USA sehen in den Philippinen eine strategische Schlüsselposition. Durch die Rückeroberung können sie die japanischen Truppen in China, Burma und Indochina isolieren und von den übrigen Kriegsschauplätzen im Pazifik abschneiden. Der Angriff auf Leyte beginnt am 18. Oktober 1944 mit der Bombardierung der Landungsabschnitte und des dahintergelegenen Dschungels. Aufklärungsflugzeuge identifizieren die Ziele für die Schiffsartillerie. Dann verschießt die Flotte mehrere hundert Tonnen Granaten auf die Insel. Am 20. Oktober 1944 landen die Truppen der 24. US-Infanteriedivision auf Leyte, ohne an den Stränden auf größeren Widerstand zu stoßen. Die Brückenköpfe an der Küste sind schnell gesichert. Ein paar ernsthafte Gefechte mit den japanischen Verteidigern entwickeln sich erst im Inneren der Insel. Die US Army behält zu jeder Zeit die Oberhand. Auf amerikanischer Seite sind die Verluste gering. Die Landungstruppen werden zudem unterstützt von einigen tausend philippinischen Guerillas, die an ihrer Seite kämpfen. Der Kampf um die Insel ist die Einleitung für die Rückeroberung der Philippinen durch die Amerikaner. Ihr Oberbefehlshaber macht sich für seinen großen Auftritt bereit. Für General Douglas MacArthur ist die Rückeroberung eine persönliche Angelegenheit. Er will endlich sein Versprechen einlösen. Ich werde zurückkehren. Nun ist es endlich soweit. Doch im Golf von Leyte und in der Philippinensee stellt sich die japanische Flotte den Amerikanern entgegen. Der Verlust der Philippinen wäre fatal für das Kaiserreich. Es würde seine Nachschubwege in das besetzte Indonesien und damit den kriegswichtigen Zugang zum Öl verlieren. Die japanische Marine schickt fast ihre gesamte verbliebene Flotte in die Gewässer rund um Leyte. Doch die Amerikaner sind allein mit der Anzahl von Schiffen um das Dreifache überlegen. 8 schwere US-Flugzeugträger kreuzen in der Philippinensee, begleitet von einer schweren Eskorte aus 5 modernen Schlachtschiffen. Dazu kommen ebenso viele leichte Träger mit jeweils 50 Flugzeugen an Bord. Die US Navy kann der Flotte des Tenno mehr als 1200 Flugzeuge entgegenwerfen. Die Japaner verfolgen einen verzweifelten Plan. Ihre letzten Flugzeugträger dienen als Köder.
Sie sollen die Navy in Gefechte verwickeln, während ihre Schlachtschiffe die amerikanische Landungsflotte vernichten. Den Verlust ihrer Träger nehmen sie in Kauf. Was dann folgt, ist eine der größten Seeschlachten der Geschichte. Die Übermacht der Amerikaner ist erdrückend. Vor Leyte versenken sie 4 japanische Flugzeugträger, darunter die Suikako, den letzten einsatzfähigen großen Träger des Kaiserreichs. 3 Schlachtschiffe, 10 Kreuzer und viele kleinere Einheiten werden von US-Fliegern und der radargesteuerten Schiffsartillerie der Amerikaner versenkt. Die Japaner verlieren bei der Schlacht auch den Großteil ihrer trägergestützten Luftflotte. Es mangelt dem Kaiserreich ohnehin an gut ausgebildeten und erfahrenen Piloten. Die Philippinensee verschlingt die restlichen von ihnen. Die japanische Marine büßt in dieser Schlacht jegliche Fähigkeit für eine zukünftige Initiative ein. Was von der Flotte übrig bleibt, ist nur noch ein kläglicher Rest der einst den Pazifik beherrschenden kaiserlichen Marine. Und so kommt es vor Leyte auch zu den ersten Kamikaze-Angriffen japanischer Flieger. Auf Befehl stürzen sie sich als bemannte Bomben auf amerikanische Schiffe. Ein Opfer im Namen des Vaterlandes in der Tradition der Samurai. Ein vergebliches, ein nutzloses Opfer. November 1944. Von der Marianeninsel Guam aus startet die US-Luftflotte ihren ersten strategischen Angriff auf Tokio. Die Eroberung der Marianen ist ein weiterer Meilenstein in der amerikanischen Pazifikstrategie. Mit Guam, Tinian und Saipan besitzen die USA nun 3 Absprunghäfen für ihre neuesten Bomber. Die B-29 Super Fortress. Mit ihrer immensen Reichweite kann die B-29 von den Marianen aus jedes Ziel in Japan erreichen. Regelmäßig sind nun Tokio und andere japanische Städte amerikanischen Bomben ausgesetzt. Auf Saipan ist die neu aufgestellte 20. US-Luftflotte stationiert. Der Kampf um die Insel war äußerst blutig und brutal. 26.000 japanische Soldaten starben bei ihrer fanatischen Verteidigung. Auf der anderen Seite ließen 3.500 US-Soldaten ihr Leben. Doch das Grauen des Krieges wurde auf Saipan noch ins Unerträgliche gesteigert. Unter den Toten, die die Schlacht zurückließ, waren 12.000 japanische Zivilisten. Zu Massen töteten sie sich selbst. Und sie töteten ihre Kinder. Die amerikanischen Soldaten konnten nur wenige Japaner von ihrem Vorhaben abhalten und retten. Es verstört die GIs und es lässt sie verzweifeln. Jahrelang hat die japanische Propaganda sie als die Ausgeburt des Bösen verteufelt. Aus Angst und auch aus Ehrgefühl nimmt sich die Bevölkerung Saipans lieber das Leben, als sich den amerikanischen Besatzern zu ergeben. Die US-Soldaten suchen nach Überlebenden, finden aber nur wenige. Zumeist sind es Kinder, die versteckt wurden. Mit Lautsprechern versuchen Dolmetscher, die Verzweifelten von ihrem Vorhaben abzubringen. Sie flehen sie an, nicht zu springen, das Leben zu wählen. Doch selten haben sie Erfolg. Der Amerikaner sei der Teufel, so hatte es ihnen die Propaganda beigebracht. Ihre Reinheit und ihre Ehre wollen sie bewahren. Und so gehen sie in den Tod. Wie fanatisch das fast schon geschlagene Japan sich wehrt, erfahren die Amerikaner auch beim Kampf um einen Flecken Sand im Pazifik. Iwo Jima. Das Eiland mit dem markanten Berg Suribachi an der Westspitze ist lediglich 20 Quadratkilometer groß. Ein japanischer Fliegerstützpunkt, den die Amerikaner für sich nutzen wollen. 3 Tage lang schießen sie Iwo Jima sturmreif. Was sie nicht wissen, der Feind hat sich in die Tiefe des Eilands zurückgezogen. Die ganze Insel und besonders der knapp 170 Meter hohe Schlackeberg Suribachi sind durchlöchert und durchzogen von Höhlen und Tunneln.
In ihren Bunkern im Inneren des ehemaligen Vulkans warten die Verteidiger ab, bis das über ihnen tobende Stahlgewitter vorüber ist. Am 19. Februar beginnt die Landung. Mehr als 30.000 Marines steuern den einzig günstigen Landungsabschnitt an. Einen Strand aus schwarzem Sand am Südrand der Insel. In einer Woche soll die Operation beendet und Iwo Jima und der Flugplatz in der Hand der Marines sein. Die Verteidigung führt General Tadamichi Koribayashi. Ihm ist bewusst, dass er die Einnahme durch die Amerikaner nicht verhindern kann. Sein Plan ist es, den US-Soldaten möglichst schreckliche Verluste beizufügen. Koribayashi verbrachte 2 Jahre in den USA. Er kennt das Land gut und weiß, wie schnell die Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit kippen kann, wenn nur genügend US-Boys tot zurückkehren. Als sich die Marines in das Innere der Insel vorwagen, greift er an. Fanatisch ringen die Japaner um jeden Meter. Die Amerikaner kämpfen sich von Bunker zu Bunker. Jede Stellung muss einzeln genommen werden. Es gibt Hunderte davon. Am 23. Februar stürmt eine Gruppe Marines den Gipfel des Suribachi und hisst das Sternenbanner. Ein zweiter Trupp stellt später eine größere US-Flagge auf. Dabei entsteht das wohl stärkste Symbolbild für den amerikanischen Kampf im Pazifik. Doch die Schlacht war noch nicht gewonnen. Von den Soldaten auf dem Bild werden bis zum Ende der Kämpfe noch 3 ihr Leben lassen. Von Iwo Jima begleiten ab nun Jäger die fliegenden Festungen bis über die japanischen Hauptinseln. Im März 1945 sterben bei einem einzigen Angriff auf Tokio 80.000 Menschen. Japan und der Sohn des Himmels sind nun einem amerikanischen Feuersturm ausgesetzt. April 1945. Die amerikanische Flotte liegt vor Okinawa. Der Kampf um die Insel soll zur größten Schlacht im Pazifik werden. Sie wird ein Vierteljahr lang dauern. Die US-Soldaten betreten japanisches Mutterland, doch am Strand gibt es kaum Gegenwehr. Wie schon auf Iwo Jima hat sich der Gegner im Inselinneren verschanzt. Der erste japanische Angriff kommt aus der Luft und zielt auf die Landungsflotte. Es ist das letzte Aufgebot der japanischen Luftarmee. Nur rudimentär ausgebildete Piloten, die ihr Leben für das Vaterland geben sollen. In der ersten Welle stürzen sich über 300 Selbstmordflieger auf die amerikanischen Schiffe. Die Japaner nennen sie Shinpu Tokotai, Spezialangriffstruppe. Im alliierten Sprachgebrauch werden sie bald als Kamikaze bekannt. Ein Schiff, ein Flugzeug, das ist ihr Auftrag. Für viele von ihnen ist es der erste und auch der letzte Einsatz ihres Lebens. Mehr als 2000 japanische Piloten fliegen so in den Tod. Einige treffen ihre Ziele. Sie beschädigen das US-Flaggschiff Bunker Hill und die Enterprise. Versenken können sie die beiden Träger jedoch nicht. Tagelang regnen japanische Flugzeuge auf die US-Flotte. Doch nur 34 Schiffe sinken. Das größte von ihnen ist ein Zerstörer. Die Piloten opfern sich umsonst. Mit der Landung auf Okinawa beginnt die größte Schlacht zwischen amerikanischen und japanischen Truppen. Sie wird 3 Monate dauern. Die Verteidiger folgen ihrem Befehl, bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Etwa 12.000 Amerikaner sterben auf Okinawa. Im Vergleich erscheint die Zahl jedoch gering. Etwa 75.000 japanische Soldaten sind am Ende gefallen.
Auch die beiden Oberkommandierenden überleben die Schlacht nicht. US-General Buckner stirbt bei einem Artillerieangriff. Der japanische General Mitsuru Ushijima schlitzt sich nach Samurai-Tradition selbst den Bauch auf. Auf Okinawa geschieht es aber auch das erste Mal, dass sich japanische Soldaten in großer Anzahl den Amerikanern ergeben. Taifun aus Stahl, so nennen die Einheimischen die Schlacht in späterer Zeit. Mehr als ein Drittel der Bewohner kommen in diesem Taifun ums Leben. Mehr als 120.000. Alte, Frauen, Kinder. Wie schon auf Saipan nehmen sich viele von ihnen selbst das Leben. Kinder und Jugendliche sterben im Einsatz für die japanischen Verteidiger. Als Botengänger, Munitionsträger oder Hilfssanitäter finden sie den Tod. Die, die überleben wollen, verkriechen sich in die Erde, suchen Schutz in Höhlen und in den Klippen. Sie suchen Schutz vor den Angreifern, aber vor allem vor den Verteidigern. Franklin Delano Roosevelt erlebt den Sieg auf Okinawa nicht mehr. Am 14. April 1945 verabschiedet sich Amerika von ihrem zwei Tage zuvor verstorbenen Präsidenten mit einem Staatsakt. Im untergehenden Berlin spricht Hitler aufgeregt von einem Wunder, nicht wissend, dass er selbst nur noch ein paar Tage zu leben hat. Vizepräsident Harry Truman übernimmt den Oberbefehl. Juli 1945. Der Krieg in Europa ist seit drei Monaten zu Ende. Am 8. Mai hatte die Wehrmacht kapituliert. Der Führer sich eine Woche zuvor erschossen. In Potsdam treffen sich die Sieger, um die Neugestaltung Europas zu erörtern. Von Berlin aus fordert US-Präsident Truman Japan zur bedingungslosen Kapitulation auf. Japan lehnt ab. Während der Alliiertenkonferenz in Potsdam wusste Truman bereits um den erfolgreichen Test der Waffe, die Japan endgültig in die Knie zwingen soll. Mit der Atombombe sind die USA zur Nuklearmacht geworden. Das Ultimatum formuliert die sofortige und völlige Zerstörung Japans, wenn es den Krieg weiterführt. Der US-Präsident lässt dieser Drohung nun Taten folgen. Er befiehlt den Einsatz der neuen Bombe gegen das schon am Boden liegende Kaiserreich, dessen Militär den Krieg nicht beenden will. Am 6. August 1945 wirft eine amerikanische B-29 die Atombombe Little Boy auf Hiroshima. Die Stadt wird fast komplett ausgelöscht. Zwei Tage später marschiert Stalin in die japanisch besetzte Mandschurei ein. Drei Monate nach Deutschlands Kapitulation, wie es auf der Konferenz von Jalta Anfang Februar 1945 besprochen wurde. Drei Tage nach Hiroshima beladen die Amerikaner auf ihrem Stützpunkt auf Tinian erneut ein Flugzeug mit einer Atombombe. Fat Man heißt der nukleare Sprengsatz, der über Nagasaki abgeworfen wird. Die Zahl der Opfer von Hiroshima und Nagasaki lässt sich nicht genau ermitteln. Man geht aber von weit mehr als 100.000 Toten durch die atomaren Schläge und die Spätfolgen aus. Nach dem Angriff auf Nagasaki ergibt sich Japan. Das Land ist ausgebrannt, seine Flotte zerstört. Die Landarmee ist geschlagen, die Luftwaffe nicht mehr existent. Stalins Rote Armee vertreibt die japanischen Besatzer aus der Mandschurei. Auf dem in der Tokyo Bay ankernden US-Schlachtschiff Missouri nimmt General Douglas MacArthur am 2. September 1945 die bedingungslose Kapitulation Japans entgegen. Drei Jahre und acht Monate nach dem Angriff auf Pearl Harbor ist das unbezwingbare Heilige Reich besiegt. Tokio liegt in Schutt und Asche. Die Städte Hiroshima und Nagasaki sind Ruinenfelder und strahlenverseuchte Friedhöfe ungezählter Opfer zugleich. Es ist das Ende des Zweiten Weltkriegs.